Freunde, herzlich willkommen zu Buschkraft Berlin-Brandenburg. So, wie ihr unschwer erkennen könnt an meinem langen Schatten, die Sonne steht noch recht tief. Wir haben es jetzt gerade mal 7.30 Uhr und wir befinden uns jetzt wieder auf dem Weg in Richtung Camp Waldgeist. Und wenn ihr wissen wollt, was ich da heute so anstelle, würde ich sagen, bleibt einfach dran. Also, los geht's. So, im Camp sind wir jetzt angekommen. Aber bevor wir jetzt reingehen, muss ich euch mal kurz was zeigen. Schaut mal hier. Alles umgewühlt. Ich glaube, hier war heute Nacht. Also irgendwie muss hier letztens eine Rotte Wildschweine gesucht haben. Fragt mich nicht, was die hier gesucht haben. Ich lasse hier eine Strom liegen. Aber die sind verdächtig dicht an meinem Camp dran. Ha. Naja, gut. Ganz schön gewühlt hier, die Jungs. Aber ich denke mal, tagsüber werden die nicht kommen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal ankommen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also gut, angekommen sind wir. Ausgepackt habe ich auch schon. Alles schön auf meinen neuen Buschkrafttisch. Regaltisch. Einfaches System. 4 Pfosten im Boden. Hier und da Querlattung ran, Haselnussstäbe zurechtgeschnitten, aufgelegt, fertig ist die Chose. Ja, jetzt zeige ich euch mal noch, was wir heute noch machen werden. Zum Mittag werden wir ein paar Bratkartoffeln in die Pfanne hauen. Weiß nur noch nicht, ob ich die auf Gas mache oder auf Feuer koche. Ansonsten für im Laufe des Tages hier noch ein paar Stühlchen, mein Käffchen, nochmal Vorratskaffee, genug Wasser. Und jetzt gibt es erstmal noch eine leckere Waffel. Und dann zeige ich euch, was ich heute noch vorhabe zu bauen. Na gut, mein Kaffee ist getrunken, gefrühstückt habe ich. Zeige ich euch mal, was ich heute vorhabe. Und zwar wollte ich mir hier direkt neben meine Feuerstelle, da wo jetzt dieser Rahmen, habe ich jetzt mal so mit Stöckern angedeutet, da werde ich mir jetzt eine schöne Liegefläche hinbauen. Dann liege abends, wenn ich hier ein Feuerchen anhabe, bei der nächsten Übernachtung auch schön hier draußen am Feuer liegen kann. Es ist zwar schön, hier auf der Bank zu sitzen am Feuer, aber noch schöner ist es, am Feuer zu liegen. So, und dazu werde ich als erstes mal den Stuhl wegmachen. Den brauche ich sowieso nicht mehr. Der dient hier höchstens noch als Rucksackständer ab und zu mal im Lager. Ansonsten benutze ich den ja nicht. Den habe ich auch eigentlich nur mal gebaut, ja, um zu probieren, wie es geht, ob ich es kann, ob ich es hinkriege. Aber jetzt steht er seit 2 Jahren ungenutzt, also kann er weg. Und das Material werde ich natürlich wieder hier verbauen. So, dann würde ich sagen, fange ich mal an und dann gebe ich euch immer zwischendurch mal so einen kleinen Zwischenstand. Also, hauen wir rein. Na gut, also hier gibt es jetzt mal den versprochenen Zwischenstand. So sieht es bisher aus. Da ist die Feuerstelle. Hier unten eine Stange als Ausgleich für die Stütze. Weil, wenn ihr es erkennt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, hier geht es so ein bisschen hoch. Also musste ich hier was drunter legen, sonst wäre das Ganze zu weit nach vorne abgeflacht und mir rollen die Balken runter. Also wie gesagt, hier eine Stange drunter als Ausgleich. Nach da und da hinten einfach ein Stückchen Holz zum Auflegen. Ging's wegrollen, habe ich das Ganze auf beiden Seiten ein bisschen mit Erdnägeln gesichert. Einfach hier so ein paar Haselnussdinger angespitzt, rein gekloppt, fertig. Und es rutscht nicht mehr weg. So, jetzt habe ich hier schon mal ein paar Stangen als Fläche aufgelegt. Hinten schon mal 2 so angedeutet als Lehne. Die werde ich aber noch ein bisschen höher bauen. Und hier vorne fehlt ja auch noch eine Stange. Die werde ich jetzt mal holen, die auflegen. Ja, dann noch ein bisschen entasten, entrinden, ein bisschen gerade schneiden und das Ergebnis zeigen. Tada! Meine Buschkraft-Liegesitzbank, Abhängstation am Feuer. Ich meine, ich hätte jetzt vorne noch einen Balken rauflegen können, aber warum brauche ich nicht die Fläche an sich? Von da nach da ist groß genug. Halt mal meinen Fuß darauf, dass ihr das ungefähr seht. Ab hier, wo die Schnüre anfangen, geht die Lehne nach oben. Und dann ab hier geht es eben nach vorne hin zum Sitzen. Und jetzt kann man richtig geil nah am Feuer sitzen oder liegen
Und bei Bedarf kann hier sogar jemand übernachten. Tarp aufgespannt, hier so schräg rüber. Und dann sollte das funktionieren. So, und jetzt werden wir erstmal was zu essen machen. Dazu baue ich euch erstmal auf und dann fangen wir an mit Kochen. So, bis gleich. So, wie versprochen, wir fangen an zu kochen. Herzlich weg. Also, was gibt's denn heute? Heute hat man gesagt, gibt's lecker Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln. Das ist meine Universalwaffe Opinel. Schneidebrett, den Speck. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hier haben wir die Kartoffelchens. Zwiebel, Kartoffeln. Ich werde jetzt erstmal schälen und schneiden und euch schauen. So, Hokus Pokus, die Kartoffeln sind geschnitten, die Zwiebeln sind geschnitten. Pfanne steht bereit, Besteck ist da. So, dann werde ich euch umbauen und wir gehen runter zur Feuerstelle. Tja, und so sieht das Ganze nur aus, wenn der Geldgeist auf seiner neuen Bank an seiner Feuerstelle sitzt. Hier haben wir schön den Kocher. Neben mir schön meine Zutaten, Kocher, Pfanne. Jetzt baue ich euch nochmal auf und dann seid ihr gleich beim Kochen wieder dabei. Also, bis gleich. So, würde sagen, legen wir einfach mal los. Ne? Standesgemäß zünden wir den Gasbrenner natürlich mit Feuerstahl, wenn es funktioniert. Hui, das funktioniert. So, erstmal ein bisschen anbrutzeln lassen. Dann auf. Öl rein, nicht zu wenig, aber nicht geizen. Vielleicht mal ein bisschen höher. Hey. Was ist denn hier los? Das steht aber nicht so gerade. Ups. Jetzt schon besser. So, da steht er jetzt gerade. Und ihr könnt hoffentlich was erkennen. Gut, zunächst mal Kartoffeln ab in die Pfanne. Alle rein. So. Mit dem selbstgemachten Pfannenwender natürlich. Und nur heißt es warten. Wenn es soweit ist, schalte ich euch wieder. Tja, und weil das ja nur frische Kartoffeln waren, habe ich mir jetzt einfach hier aus Alufolie so ein bisschen Deckel gebastelt, der hier oben drauf ist, damit die Feuchtigkeit innen drin ein bisschen zirkuliert und die Kartoffeln dadurch hoffentlich schneller gar sind. Ja, nachdem die Kartoffeln das erste bisschen Farbe angenommen haben, nachdem also die Kartoffeln schon so ein bisschen Farbe angenommen haben, werden wir als nächstes mal so ein bisschen Speck dazugeben. Nicht zu viel, weil das sind Rohschinkenwürfel, das ist nicht wirklich Speck. Ja, die mischen wir jetzt, ups, sorry, ich versuche jetzt mal drunter zu mischen. Ups, nicht ganz so weit rum, aber es funktioniert. Da, hoch, verstehen. Ja, mit einer Hand kochen, mit der anderen filmen, ist immer ein bisschen schlecht. So, aber die können noch ein bisschen und deshalb kommen die Zwiebeln natürlich ganz zum Schluss, weil die wollen wir nicht ganz schwarz brutzeln. So, Deckel wieder auf. Jetzt kann das erstmal vor sich hin brutzeln. Und während ich hier so sitze und darüber nachdenke, wie schön und lecker das Essen gleich wird, schaut mal. Mmh, yum, yum, yum.
Da ist mir doch siebenteils eingefallen. Ich habe doch letztes Mal, als ich hier übernachtet habe, habe ich doch noch eine Dose Thunfisch hier gehabt. Ich krieg mir heute lecker Bratkartoffeln mit Thunfisch machen. Oh, die sehen doch noch gut aus. Die habe ich hier ganz vergessen gehabt. Und ist mir gerade siebenteils eingefallen, dass die ja da noch drinnen auf dem Regal steht. Also gibt's Bratkartoffeln und dazu sogar noch ein bisschen Thunfisch. Super. So, was machen die Kartoffeln? Oh, die dampfen und brutzeln. Schauen aber gut aus. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen wackel hier. Aber, ach, schade, wieder eine schöne braune daneben gefallen. Ich nehme mal den Bänder. Wartet mal. So. Na, gehst du rein da. Aber die sehen schon lecker aus. Muss noch ein bisschen auf kleiner Flamme dünsten lassen und dann können wir so langsam die Zwiebeln mit reinschmeißen, glaube ich. Kann ja auch ein bisschen knusprig werden und andünsten. Die tun wir jetzt erstmal oben rauf. Ja, ordentlich Zwiebel. Ah, geh rauf hier. Ja, wie gesagt, kochen und filmen mit einer Hand. So, die sind drauf, die lassen wir erstmal drauf. Deckel rauf und das Ganze erstmal schön dünn. Damit es nicht ganz so doll wackelt, habe ich euch mal wieder in die Halterung gestellt. Ups, jetzt wackelt er hier rum. Nee, muss noch ein bisschen ausrichten. So, sieht das schon mal gut aus. Schauen wir mal. Warum? Echt gut aus. Jetzt kriegt das Ganze noch eine Ladung Salz. Haben wir auch extra dabei. Ah, kommt da auch was raus? Ja. Lalalala, ein bisschen wenig kommt raus, aber super, so wird es schon besser. Nachsalzen, nochmal wenden. Nochmal ein bisschen Salz. Das sieht jetzt nur so viel aus, da kommt nur so ganz minimal was raus, ne? Außerdem mag ich das, wenn das ein bisschen kräftiger gewürzt ist. So, sieht aber aus, als wenn wir, ja, ein bisschen können sie noch. Zeig mal her, Ene. Ja, doch, können noch. Nee, sind noch nicht durch. Ein paar Minütchen noch. Aber schon mal lecker. Ja, Deckelchen hoch. Bisschen noch. Nur noch busy. Na gut, also die Kartoffeln sehen schon mal sehr gut aus. Die sind auch, glaube ich, fertig. Wenn immer meine super geile selbstgeschnitzte Gabel. Testen mal. Na, komm her hier. Jetzt will hier keiner raus. Habt ihr gesehen? So, Moment. Leute, ist das geil. Gut, die sind lecker. Kommen wir drauf. Pass aus. Und eigentlich wollte ich ja lecker Thunfisch dazu essen. Er zeigt mir die Dose aufgemacht. Die stand hier draußen im Winter im Frost. Ich weiß nicht, ob ich die noch essen mag. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die noch essen würdet oder nicht. Also, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die möchte ich. Riecht nicht schlecht, aber ich glaube, die möchte ich nicht mehr essen. Nee, die schmeckt doch ganz seltsam. Nee, also die tut mir lieber nicht an. Die kommt in Müll. Aber dafür gibt es lecker Waldbratkartoffeln. Dazu gibt es gleich noch ein lecker Käffchen. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal guten Appetit und ihr seid gleich wieder mit dabei. So, aufgegessen, abgewaschen, sauber gemacht, alles schon mal wieder zusammengepackt soweit. Es war noch ein bisschen Zeit übrig.
Da habe ich mir an die Bank hier auf die Seite und auf die Seite nochmal eine Armlehne rangebastelt. Einfaches Prinzip. Einfach eine Astgabel im Boden, hier ein Stöckchen angeknippert, nach hinten auf die Lehne aufgelehnt. Da auch nochmal ein Stock im Boden gerammt. Bisschen mit Schnur zusammengetüdelt. Und man hat eine einigermaßen stabile Armlehne. Ist auch nur so zur Zierde, damit es insgesamt schicker aussieht. So, und jetzt zeige ich euch nochmal das Gesamtbild. Wie ihr sehen könnt, kann man jetzt hier schön nah am Feuer dran sitzen. Einer hier und man sich die Füße wärmen oder den Körper oder sonst irgendwas. Und nach hinten ist man halt auch ein bisschen geschützt. Den Sichtschutz hier hinter, der wird im Sommer wieder frisch gemacht, wenn wieder neues Grünzeug da ist. Und ansonsten würde ich sagen, endet mein Video heute hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst mir ein Like und ein Abo da. Empfehlt mich natürlich weiter und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin bleibe ich. Ciao, euer Waldgeist.